Hallihallöchen und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Cockle Island. Ja, wir sind wieder zurück. Wir machen Wettervorhersage. Sonnig. Ach, ich hasse Sommer. Hallo Harley. Harley, ich habe ein Messer. Ein kleines Messer. Ein kleines Hundemesser zum Scheren. So, wir waren das letzte Mal in der Mine, haben die Silbermine aufgemacht. Der Sommer ist da. Ich frage mich, ob du auf deiner Farm Papayas anpflanzen wirst. Wenn ja, dann hebe mir bitte welche auf. Ich brauche zwei Papayas und ich zahle dafür den Höchstpreis. Ja, immer kriegst du hin. Menschlein, Riesen vergessen haben. Menschlein kann nicht betreten Dorf. Zum Dorf kommen. Ich öffnen für Menschlein. Klar, kein Ding, Menschlein. Tickety zack. Schön, 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 schön. Zack, zack. Warte, lass uns doch mal noch ganz kurz das machen. Dann stellen wir gleich ein bisschen Silber her. Wer weiß, wann man mal Silber braucht. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Aber es werden wir bestimmt irgendwann mal brauchen. So, einen Stachel habe ich auch. Noch nicht gespendet. Das ist das, 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 das. Erdessenz, Wasseressenz, Monsteressenz. So, wo haben wir denn die Monstersachen? Wir könnten mal ganz kurz mit den Monstersachen. Hier ist der Erdessenz, Wasseressenz brauchen wir nicht. Was brauchen wir noch Monstersachen technisch? Das hier, glaube ich, oder? Oh ne, das haben wir schon angeboten. Das beides haben wir. Was brauchten wir noch? Fledermausflügel war das noch. Die haben wir jetzt ja noch gar nicht. Aber wir räumen hier erstmal ein bisschen auf. So. Jetzt kümmern wir uns erstmal um unsere Daseinsberechtigung. Oh, guck mal, ich glaube, unsere ersten Pflanzen sind fertig. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ihr nicht. Ich weiß nicht. Habe ich irgendwann mal vergessen, die zu gießen? Ich weiß nicht. Irgendwie sind sie nicht fertig. So, unser Stall müsste fertig sein, oder? Ich glaube, unser Stall ist fertig. Da könnten wir dann ja auch wieder uns endlich mal Kühe kaufen. Verdammt. Und unsere. Und ich würd erstmal als nächstes, glaube ich, ein Silo bauen, oder? Dafür brauchen wir das Harz. Das nehmen wir gleich nochmal mit. Und dann nehmen wir noch Steine und Holz mit. Aber ich glaube, das Harz brauchen wir dann. Ich gehe erstmal Tiere. So, Huhn anfassen. Huhn anfassen. Ihr könnt ruhig mal größere Eier legen. Was ist los mit euch? Was ist los, Mann, Alter? Was ist los? Warum so kleine Eier? Habe ich jetzt geklingelt? Ja. Raus mit euch in die Freiheit. Ist unser Stall fertig? Ja, unser Stall ist fertig. Schön, 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 schön. Schön, 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 schön. Den Brunnen müssen wir auch noch hier unten irgendwo hin versetzen. Ich weiß noch nicht genau wo. Ich bin mir noch nicht genau ganz sicher, wo wir es hin. Ich würde auch erstmal. Eigentlich. Wir müssen Level abgehen hier. Ich möchte eigentlich keine Holzzäune bauen. So, jetzt haben wir gegossen. Ich möchte eigentlich keine Holzzäune bauen.
Aber irgendwie müssen wir schon mal anfangen einzugrenzen. Lass mich mal kurz gucken. Ganz ehrlich, ich glaube, wir machen hier unten zwei Silos hin, oder? Hier würde ich gerne noch ein Feld mit Blumen machen und dann hier oben ein paar Blumen-Dinger. Ihr wisst was. Honig. Imker. Ihr wisst, was ich meine. Bienenstock, meine Güte. Das klingt dann wie bei Jeopardy oder so einer Rateshow. Honig, Imker, Bienen. Oh Mann. Okay, alles gut. Was wollte ich? Ich habe überhaupt nicht das im Kopf, was ich machen wollte. Warte. Oh Mann. Ich war jetzt ein bisschen abgelenkt von mir selber. So, ich wollte Harz mitnehmen. So. Harz ist hier drinne. Ich denke mal, wir brauchen dann Steine und Holz, ne, für das, was ich vorhab. Nack, 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 nack. So, leider habe ich vergessen den Namen von der Person, die Kuh werden wollte. Deswegen kaufen wir uns jetzt einfach Schafe. wir brauchen auf jeden Fall einen Milcheimer. Und eine Schere. Die Temperaturmaschine können wir uns dann holen, wenn es soweit ist. Tiere. Ein Schaf? Name für ein Schaf. Schaf, 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 Schaf. Wir nennen ihn einfach Jeffrey. Ich meine, Jeffrey schreibt man anders, aber Jeffrey klingt auch cool. Gleich noch ein Schaf hinterher. Scharf, 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 scharf. Schafran. So, es langt erstmal bei zwei Schafen. Zwei Schafe bin ich erstmal zufrieden mit. Dann kommen da nämlich noch zwei Kühe zu. Und wir kaufen uns ja sowieso noch einen zweiten Stall. Das ist ein Violinkäfer, wenn ich... Ja, haben wir schon. So, ich würde aber echt gerne... Oh Gott, offen, Gott sei Dank. Gott sei Dank, offen. Hallo. Ich möchte gerne etwas in Auftrag geben. Und zwar... Wir haben keinen Schrott dabei. How can that then be, ey? Ich habe nicht an Schrott gedacht. Entschuldigung. So. Schrott. Jetzt aber. Bitte. Die Ente hat einen Hut auf. Warum zum Teufel hat die Ente da unten einen Hut auf? Ist auch ein Hut für meine Ente. Für eine Hutente. So, Schreiner. Ich hätte jetzt wirklich gerne mal das. So, und die würde ich denn hier unten hinsetzen, oder? Ich würde sie hier unten eigentlich in die Ecke machen. Guck mal, so machen wir das. Setz ihn da unten hin.
Darf ich mehrere haben? Das ist, wäre sehr schön, ja. Das wäre eigentlich sehr schön, wenn ich mehrere... Okay, cool, cool. Farmgebäude erweitern. Hartholz, Stein, Fasern. Müssen wir rein theoretisch da haben. Warte, lass uns das auch gleich machen. Scheinbar kann man alles doch schon machen. Entweder erweitern wir es oder wir bauen jetzt erstmal noch einen neuen Schuppen. Weil ich möchte, wie gesagt, zwei von jeder Sorte haben. Wir nehmen jetzt erstmal alles mit, was wir hier noch haben. Okay, nur 25 Hartholz ist nicht wirklich viel. Fasern nehmen wir noch mit. Mit Saft lässt sich eh nichts machen. Von mir ist es Silber. Ich glaube, uns fehlt genau ein Kupfer für einen weiteren Stall. Aber ist egal, wir können erstmal gucken. Dann können wir erstmal fett unsere ganzen Farmgebäude. Ich dachte, man kann, weil ich es gewohnt bin, eigentlich immer nur ein Gebäude pro Abschnitt. Aber scheinbar können wir. Können sie mehrere Gebäude gleichzeitig bauen. Das ist schön. Das ist sehr schön. Das können wir. Können wir für unsere diabolischen Schwecke nutzen. Ich kann davon gar nichts bauen. Ja, für unsere diabolischen Zwecke. Mir fehlt Kupfer. Okay, wir brauchen definitiv erstmal Kupfer. Oh, den brauchen wir. Wir gehen jetzt aber erstmal. Bist du Gigantoklopso? Nee, du bist einen, die wir schon haben. So, einmal ganz kurz aufknacken. Aufwerten von unserem Werkzeug geht ja noch nicht. So, was haben wir denn hier Schönes? Schon bin ich voll. Gut. Ja, gut, ja, gut, ja, gut, ja, gut, ja. Wir haben zu viel in unserem Inventar. Irgendetwas, was ich loswerden kann? Hier. Gibt's doch ja nicht. Okay, wir geben jetzt erstmal ganz kurz bei der Göttin ab. Weil wir sind so brachial voll. Dass ich erstmal bei der Göttin unseren ganzen Scheiß abgehe. Was auch immer sie dann davon haben will. So, hi Mädel. Da hast du den Hibiskus. Hier willst du gar nichts. Okay. Drei, okay. Fruchtpflanze, bitte sehr. Die anderen kriegen wir auch noch irgendwie auf Silber zusammengeschustert. Irgendwie kriegen wir das hin. So. Wir sind voller Früchte. Charlotte müssen wir abgeben bei der Göttin. Schön, dass wir gerade eben erst da waren. So, darf ich jetzt knacken? Ich bezweifle fast, dass wir genügend Platz haben. Ich hasse alles auf dieser Welt. Ehrlich, ich hasse einfach alles. So, was, ich esse jetzt die hier. Das ist eine Blume. Blumen kann man essen. Hier, die kannst du auch essen. Ich habe aber auch alles dabei, ne? Hier. Wächst nach. So. Darf ich jetzt bitte... Darf ich jetzt bitte arbeiten?
So. Osmium-Erz. Oh, nice. Schön. So, dann gehen wir jetzt erstmal spenden. Ich habe einen fetten Smaragd in der Hand. Dann gehen wir jetzt noch das ganze Zeug wieder ins Museum klötzen. Da freut sich der Museumsmann. Bald müsste das Museum auch ganz fertig sein, glaube ich. Also. Kriegen ein Geschenk? Nee, frech. Oh, guck mal, hier sind wir schon bei Herbstkürbis. Da sind wir schon bei Kürbissamen. Wir haben schon echt viel gespendet. Finde ich gut. Wir haben sehr viel Glück gehabt. Oder Können. Es kann natürlich auch einfach mein Können sein. Es kann natürlich auch einfach das Können sein. So. Weg, weg. Ich verkaufe es erstmal so. Weg, dich behalte ich. Die würde ich jetzt auch erstmal ganz kurz behalten, die Dinger. Weil wenn wir jetzt gleich ins Dorf der Riesen können. Kupfer. Wir brauchen auch noch ein bisschen mehr Hartholz, ne? Weiß ich noch gar nicht, wo wir das jetzt am besten herkriegen. Halt. So wird ein Schuh draus. Das haut auf jeden Fall hin, dass wir jeweils machen können. Gut, dass wir darüber geredet haben. Wobei, das Monsterzeug kann ich auch erstmal hier reinmachen. Das Osmium-Erz sowieso. Die Dinger mache ich auch erstmal rein. Das behalte ich jetzt erstmal in meiner Hand. Stachel brauchen wir eigentlich im Endeffekt gar nicht, weil dafür nichts da ist. Okay, schön. Schön, schön, schön. So, den Rest behalte ich erstmal in den Griffeln. Okay, schon zu spät, um die Tiere nach draußen zu rufen, ist egal. Dann räumen wir noch ein bisschen auf. Wenn wir schon dabei sind. Wenn wir schon dabei sind, können wir auch noch ein bisschen aufräumen, weil als andere kommen wir gerade sowieso nicht mehr zu. Vielleicht finden wir ja zufällig noch irgendwo ein Hartholzklumpen. Und solange wir noch Energie haben. Können wir doch hier raufprügeln. Sind wir wirklich bald fertig hier. Das finde ich sehr schön. Das Gras lasse ich erstmal da für die Schafe. So, wunderschön. Wunderschön.
Wir haben es tatsächlich fast geschafft, dass wir hier aufgeräumt haben. Das ist voll nice. Viel ist nicht mehr da. Es ist nicht mehr viel da. Wie gesagt, das Gras lasse ich erstmal kurz für die Kühe. Wir müssen das nochmal umsetzen, so gesehen. Aber solange wir das noch nicht können, können wir es noch nicht. Weißt du? So, da der Kupfer. Das Erz echt wieder abgelegt, wirklich. Ich bin so ein Genie, Alter. Ich bin so ein Genie, ehrlich. Das macht mich fertig. Ich bin manchmal so schlau, dass ich das gar nicht handeln kann. Ich kann meine Schleulen das manchmal nicht handeln. So. Erstmal ins Bett. Tag ist beendet. Wir haben ein Silo gebaut. Wir haben Schafe gekauft. Und wir haben Bettchen gemacht. Und wir haben ein bisschen Farm sauber gemacht. Und ansonsten sind wir planlos hin und her gelaufen. Schön. Wir haben ja auch noch ein bisschen was gespendet. Wir haben ein bisschen was getan. So. Morgen tun wir aber bestimmt ein bisschen mehr. Deswegen verabschiede ich mich schon mal. Und wir sehen uns morgen wieder. Auf Wiedersehen und ciao. Tschüss.